Das neue Forza Motorsport, ist das so gut wie Gran Turismo 7 oder ist es dann vielleicht sogar besser? Es gab jetzt erstes Gameplay und erste Einblicke in das finale Spiel, das im Frühjahr 2023 kommt. Und zwar speziell für die Xbox Series X und Xbox Series S sowie für den PC. Und es hat es in sich, muss ich sagen. Denn zum einen, wir haben dynamische Wetterverhältnisse, das schauen wir uns gleich genauer an. Wir haben verschiedene Rennklassen, auch Muscle Cars und auch natürlich die GT3-Klasse. Wir haben Driftrennen und natürlich teilweise klassische Kurse und originalgetreue Rennkurse. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und natürlich Regen. Wir haben verschiedene Wetterverhältnisse und auch noch Reifenverschleiß. Dazu komme ich auch gleich noch zu sprechen. Dazu noch ein Schadensmodell. Also scheinbar alles dabei, was man sich so wünscht und vielleicht auch noch mehr. Wir schauen uns jetzt mal aber dazu genauer das Gameplay an. Es gab einen tieferen Einblick in die Game Engine und wie eben Rennen ablaufen und was eben dort alles passieren kann. Zunächst einmal haben wir hier einen Ausblick auf Maple Valley. Das ist eine Strecke, eine fiktive Strecke, die gab es schon im ersten Forza Motorsport. Und das jetzt auch jetzt im neuen Teil, im achten Teil dabei. Dazu muss ich ja natürlich noch sagen, hey, das ist ja eigentlich Forza Motorsport 8, aber es heißt einfach nur Forza Motorsport ohne Teil 8. Ob das jetzt ein Reboot ist, ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, dass die konsequente Weiterführung. Und Forza Motorsport ist ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch deswegen, weil Forza Horizon zuletzt mit zwei Teilen aufgetrumpft ist und das auch sehr, sehr erfolgreich. Denn normalerweise war es so, dass Forza Motorsport einmal in einem Jahr rausgekommen ist und im nächsten Jahr eine Forza Horizon abwechselnd. Jetzt ist ein bisschen Forza Motorsport ein bisschen, wie gesagt, in den Hintergrund getreten, aber es ist wieder da. Frühjahr 2023 und wir schauen uns eben jetzt gleich mal die Strecke hier an, die übrigens unglaublich wunderschön detailliert aussieht. Maple Valley natürlich typisch mit herbstlichen Bäumen und einem wunderschönen Fluss direkt neben der Strecke. Ich weiß nicht, ob man davon viel sieht, wenn man beim Racing ist, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich erstaunliche Detailtiefe. Wir springen jetzt gleich direkt zur Strecke und zu einem BMW M8 aus der GTE-Klasse. Scheinbar auch wieder, natürlich groß mit dabei, die GT-Wagen. Das heißt jetzt GT3 oder GTE. Und in dem Fall, was wir jetzt hier sehen, ist auch ein Multiclass-Rennen offensichtlich. Denn wir haben zum einen vorne einen, das ist ein Ferrari 330, glaube ich. Und wir sehen dann auch noch teilweise auf derselben Strecke GT1-Wagen oder LMP-Wagen. Zur Fahrphysik kann man aktuell leider sehr, sehr wenig sagen. Es sieht eben aus wie ein typisches Forza Motorsport. Die Forza Motorsport Serie war ja so ein bisschen irgendwo angesiedelt zwischen Simulation und arcadigem Fahrverhalten, also schon sehr, sehr zugänglich, aber trotzdem irgendwo mit Simulationsanspruch. Was hier natürlich unglaublich ist, die Asphalttexturen, die richtig krass bis ins in die kleinste Körnung hineingehen und natürlich neben der Strecke die unglaublichen Details, eben beispielsweise das Gras und diese Hütchen. Und auch hier wieder neben der Strecke, Felsformationen, Bäume, alles wirklich wunderschön. Das ist definitiv ein absoluter Hingucker im Fotomodus, der garantiert auch wieder dabei sein wird. Und das Ganze auch noch mit einem Festivalgelände. Eigentlich das erinnert mich jetzt viel mehr natürlich an ein Forza Horizon als an ein Forza Motorsport. Mal schauen, wie sich da die Karriere natürlich entwickeln wird, weil das wissen wir ja noch gar nicht. Bei Forza Motorsport war ja die Karriere zuletzt ein wenig eintönig, im Gegensatz zu einem Horizon. Es könnte spannend werden, auch deswegen, weil auf jeder Strecke haben wir Tag- und Nachtwechsel mit dynamischem Schattenwurf, wie man eben hier sieht, und eben entsprechenden anderen Lichtverhältnissen. Obendrein soll sich auch noch die Streckentemperatur verändern und auch die Reifen entsprechend abnutzen. Dazu komme ich auch gleich noch zu sprechen, das sehen wir nämlich auch gleich. Schöne Effekte hier natürlich mit Feuerwerk und allem, was dazugehört. Hier beispielsweise sehen wir den Mazda 787B, der hier vorbeifährt, eben ein LMP-Wagen und noch ein klassischer Wagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze sich zusammenfügt bei den Rennen, denn es ist hier irgendwie alle Rennklassen sind hier scheinbar mit dabei, gefühlt auf dieser Rennstrecke. Ich weiß nicht, ob das ein Multiclass-Rennen ist, was natürlich wünschenswert wäre. Naja, schauen wir mal. Schauen wir jetzt erstmal in die Box, denn das ist eben auch eine Neuheit. Es gibt endlich Boxenstops und wir werfen erstmal einen Blick auf diesen Renner, auf diesen LMP-Renner mit offenem Motor bzw. Offenem Chassis und Aufhängung. Und man sieht eigentlich unglaublich viele Details. Also ich bin echt gespannt, ob alle Wagen wirklich solche Details unter der Haube haben. Das wäre natürlich der Kracher. Boxenstops ist das Stichwort noch. Also, es gibt Boxenstops deswegen natürlich, weil es Reifenabnutzung gibt. Das heißt, ihr müsst die Reifen wechseln während dem Rennen. Das war ja vorher nicht der Fall. Obendrein, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Reifentemperaturen, Reifenabnutzung
und auch verschiedene Reifentypen. Das heißt, ihr müsst auch wählen, dass ihr mit den richtigen Reifen am Start seid. Natürlich dann auch, weil es natürlich unterschiedliche Wetterverhältnisse gibt und weil ihr dann entsprechend die entsprechenden Regenreifen braucht. Zurück auf die Strecke. Da gibt es gleich mal einen kleinen Rennunfall oder eigentlich fast einen größeren Rennunfall, wo ein Audi R8 LMS scheinbar ein Lamborghini abräumt. Was wir sehen, ist hier gleich mal das Schadensmodell, das schon detailliert ist, aber sich eigentlich scheinbar bisher nur auf optischen Schaden beschränkt. Weil, was wir sehen ist, unglaublich gute Lackkratzer und Verbeulungen, das sieht echt klasse aus, und Risse in der Scheibe, aber wir sehen keine Schäden an der Aufhängung, an den Reifen, scheinbar der Wagen kann weiterfahren, so wie er ist. Es ist einfach nur Karosserieschaden. So wie es aussieht. Ich hoffe natürlich, es kommt wirklich noch ein Schadensmodell, wo auch natürlich die Teile weggerissen werden vom Wagen, wo auch die Flügel wegfliegen und natürlich wie entsprechend eben sich das auswirkt auf Aufhängung oder Chassis. Und wir haben Echtzeit-Raytracing während dem Rennen. Das ist ja ein Feature, was es ja bei Gran Turismo nicht gegeben hat. Bei Gran Turismo 7 gibt es ja Raytracing nur in den Replays und im Fotomodus und so weiter, aber nicht während dem Rennen. In Forza Motorsport haben wir das. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, ob ihr Zeit habt, euch diese unglaublich geilen Spiegelungen eures Nebenmanns anzuschauen, während ihr mit 200 km/h fahrt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich echt schön zu sehen, wie sich eben die Wagen untereinander spiegeln, wie der Schattenwurf korrekt berechnet ist und natürlich wie auch beispielsweise der Flügel hinten sich auf der Karosserie spiegelt. Was mir auch noch auffällt, ist, dass die Strecke extrem breit ist. Aber Maple Valley war schon immer, ich sage jetzt mal, eher tendenziell so ein Einsteigerkurs. Maple Valley ist definitiv keine wirklich groß anspruchsvolle Strecke, aber naja, ist auf jeden Fall eine schöne Strecke, wo man einfach mal ein paar Runden fahren kann. Und wir gehen jetzt wieder zurück an das wirklich sehr, sehr schöne Streckendetail, nämlich dieser Fluss inklusive den ganzen Felsen am Rand, inklusive Vegetation, und das sieht richtig, richtig schön aus. Auch wieder die Frage ist, kann man das im Rennen sehen? Es ist so oder so auf jeden Fall sehr, sehr stimmungsvoll. Natürlich auch, wenn die Sonne untergeht und hier teilweise der Dunst über dem Fluss entsteht und natürlich dann eben die Nacht hereinbricht und ihr entsprechend eure Fahrweise anpassen müsst, weil sich ja natürlich die Temperaturen ändern. Natürlich würde ich jetzt noch viel mehr gerne sehen. Es sind auch bereits Strecken angekündigt, wie unter anderem Spa oder Laguna Seca. Aber wir müssen jetzt noch abwarten, bis wir mehr Infos haben. Vor allen Dingen für mich die größte Frage ist nach wie vor, wie gut fährt es sich? Kann es mithalten mit, ich sage jetzt mal, wirklichen Sim-Racing-Titeln? Hat es genug Anspruch? Lässt es sich gut mit Lenkrad fahren? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Ganze kommt eben, wie gesagt, erstmal nur für die Xbox Series-Geräte raus. Scheinbar nicht für die Xbox One, aber zumindest auch für den PC und natürlich nicht für die PlayStation, logischerweise, denn das ist natürlich ein Microsoft-Titel. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Optisch macht das richtig was her. Lasst gerne mal euren Kommentar dazu ab, was ihr dazu meint. Ich bleib da dran und wir schauen da mal, wie gut das wirklich wird. Macht's gut und gute Fahrt.